Das politische Tagesgespräch heute mit John Kornblum, dem ehemaligen US-Botschafter in Deutschland. Guten Tag in die Hauptstadt. Guten Morgen. Herr Kornblum, Ex-Präsident Obama, der sich ja sonst vornehm zurückhält mit politischen Äußerungen, sagt, die Wahlen seien die wohl wichtigsten unseres Lebens. Zitat Ende. Es gehe auch um den Charakter des Landes. Woher kommt diese Dramatik? Naja, Obama will natürlich seine Wähler auch mobilisieren. Ob das die wichtigste Wahl aller Zeiten ist, weiß ich nicht. Was ich weiß aber ist, dass das tatsächlich ein Scheideweg ist hier. Ein Scheideweg nicht unbedingt seit dem Anfang Trump, sondern können wir schon fast 25 Jahre zurückgehen auf den Gewinn, die Initiative von Newt Gingrich, der zum ersten Mal einen aggressiven nationalistischen Konservatismus geprägt hatte. Diese Welle gibt es jetzt seit 25 Jahren. Und die Frage, Trump ist sozusagen entweder der Höhepunkt oder ein Endpunkt, denn dann werden wir sehen. Ich persönlich meine, er ist eher ein Endpunkt, diese Welle. Mit den Umfragen sind die Amerikaner ja vorsichtig, seitdem vor 2 Jahren relativ überraschend, jedenfalls für die Demoskopen, Präsident Trump gewonnen hat. Trotzdem die Frage an Sie, Herr Kornblum, wie groß sind denn die Chancen, dass die Demokraten ein bisschen mehr gegen Trump agieren können nach den Wahlen? Die scheinen ziemlich gut zu sein, wie Sie sagen. Man ist jetzt bei den Demoskopen etwas skeptisch, aber was man liest, zeigt, dass die Demokraten eine gute Chance haben, eine Mehrheit im Abgeordnetenhaus zu bekommen. Im Senat ist es etwas unklarer, weil sie auch einige von ihren eigenen Sitzen verteidigen müssen, die nicht so ganz stark sind. Wie funktionieren diese Häuser? Wo könnten die Demokraten dann dem Präsidenten ein No entgegenstellen? Na, das Abgeordnetenhaus ist sozusagen das Haus der Völker. Das ist, die Abgeordneten werden nur für 2 Jahre gewählt. Und das heißt, sie sind sehr, sehr empfindlich auf Politik, auf Stimmung. Durch die Verfassung hat das Abgeordnetenhaus das Recht, Geld auszugeben. Nicht der Senat und nicht der Präsident. Ohne das Abgeordnetenhaus kann der Präsident kein Pfennig Geld ausgeben. Und das ist ihre Hauptaufgabe. Aber sie haben auch eine sehr wichtig, wenn sie wollen, investigative Aufgabe. Und das ist natürlich, wogegen Trump wahrscheinlich sehr hektisch kämpft. Weil wenn die Demokraten jetzt die Mehrheit bekommen, die haben schon gesagt, sie werden eine Reihe von Untersuchungen, von Enthüllungen etc. gegen Trump anfangen. Und das könnte für ihn sehr unangenehm sein. Wir haben ja gerade in dem Bericht, den wir gezeigt haben, gesehen, wie sehr Präsident Trump weiterhin polarisiert. Für unsere Ohren und Augen in Deutschland, da staunt man ja richtig über die Aggressivität, mit der er vorgeht. Trotzdem ist er scheinbar im eigenen Lager bei der Mehrheit der Bevölkerung, der Wahlbevölkerung, bisher unumstritten. Wie kommt denn das, Herr Kornblum? Naja, Ihre Charakterisierung ist nicht richtig. Er ist erstens, die Politik in Deutschland ist genauso aggressiv wie in Amerika. Zweitens, er wird nicht unterstützt von der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung. Alle Umfragen zeigen, dass das genau das Gegenteil ist. Aber das hat mit dem amerikanischen System zu tun. Wir haben ja ein getrenntes, direktes und föderales und indirektes System. Und durch die Proportionierung der Sitze, vor allem auf dem flachen Land, hat er mehr institutionelle Macht, als er öffentliche Macht hat. Und das versucht er auszuschlachten, indem er gerade in die Gebiete, wenn man sieht, wo er jetzt Wahlkampf macht, er macht das nicht in New York oder Kalifornien, sondern nur in den Gebieten, wo er in 2060 gewonnen hat. Das zeigt, der will seine Basis aufbauen, auch in der Hoffnung, dass er auch dadurch auch das Abgeordnetenhaus etwas besser zusichern kann, aber auch natürlich für die Wahl in 2 Jahren. Ich glaube, er guckt vor allem jetzt auf die Wahl 2020. Vor 2 Jahren ist er gewählt worden, dieser Präsident. Wie sehr hat er die USA, hat er die Staaten seitdem verändert? Na, kommt drauf an, wie man das sieht. Im Grunde hat er sie nicht so sehr verändert. Was er verändert hat, ist aber das Klima. Die Politik ist tatsächlich raubeiniger geworden. Seine Beziehungen zur Wahrheit sind, wollen wir sagen, etwas grenzwertig. Er hat ja eine sehr aufgeregte, gereizte und auch konfrontationelle Stimmung gestiftet, ohne Frage.
dieselbe Stimmung, muss ich sagen, die es jetzt in Europa gibt. Und ich glaube, wir können sehen, dass er eine Erscheinung dieser Zeit ist, dieser Zeit, wo das alte System, wo die alten Wahrheiten kaputt gehen. Und der hat es geschafft und hauptsächlich, Ihr Journalist hat das angesprochen, durch seine Erfahrung als Reality-Television-Mensch, der hat gelernt, dass wenn man polarisiert, man auch Einfluss und vielleicht sogar Gehör verschafft. Wir sehen ja hinter Ihnen die Kuppel des Bundestages, Herr Kornblum. Deshalb zum Schluss noch die Frage, welche Auswirkungen auf das Verhältnis zwischen Berlin und Washington werden diese Wahlen haben? Wird es überhaupt tangiert, das Verhältnis? Morgen werden wir sehen. Ich glaube etwas, aber eigentlich ist die Außenpolitik, die Handelspolitik, Verteidigungspolitik, das liegt hauptsächlich in den Händen des Präsidenten. Ich glaube, wichtig ist für in Europa, vor allem in Deutschland, zu verstehen, dass wir tatsächlich mitten in einer großen gesellschaftlichen Umwälzung, eine Umwälzung, die jetzt, wie wir sehen, auch nach Europa gekommen ist, und dass die Frage ist nicht so sehr, wie sind die deutsch-amerikanischen Beziehungen, sondern welche sind die Motiven, die Entwicklungen in dem ganzen Westen, die wahrscheinlich zu einer anderen Definition unserer Politik in den kommenden Jahren führen wird. Sagt John Kornblum, der ehemalige US-Botschafter in Deutschland. Ich sage vielen Dank dafür, Herr Kornblum, und einen schönen Tag noch nach Berlin. Ja, für Sie auch. Danke.